Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren und zu bewerten, dann verpasst du auch nichts mehr. Und jetzt geht's weiter in DLC City. Letztes Mal sind wir, glaube ich, hier stehen geblieben oder dahinter. Und ich würde ganz gerne jetzt hier so ein bisschen Mass Transit nochmal wieder bauen. Ach genau, wir haben ja letztes Mal auch noch ein bisschen hier die Erzquellen und so fertig gemacht. Und dann würde ich mich, glaube ich, ins nächste DLC stürzen, was dann auf diesem kleinen Dreieck zustande kommt. Ich glaube, da müssen wir noch mal gucken, welches DLC. Ich kann mir schnell vorstellen, Snowfalls. Und eine fette oder ein fetter Tipp von euch war auch noch mal neben dem Kernfusionskraftwerk, was hier glaube ich ist. Da, hier, da. Nein, da. Ja. Ach, das bringt 16.000 Megawatt. Lol, das bringt so viel wie dieses Riesending aus dem einen Video, heftig. Neben dem Gerät noch das Collier bauen, denn dort soll man ganz schnell Bürger ausbilden können und eigentlich ist das ganz cool. Kostet 9.600 die Woche und im Endeffekt wird es irgendwann zu teuer werden. Also unsere Stadt macht definitiv gerade ein bisschen Minus. Aber zwischendurch haben wir wieder Fett Plus. So, was wir dafür brauchen, ist zum einen das internationale Büro. Und jetzt geht es nämlich wieder los. Ich hoffe, wir bekommen die Sachen auch. Warte, ich fange mal hier an. Man muss halt immer gucken, wo die Dinger sind, weil auswendig kenne ich es leider nicht. Das ist immer ein bisschen blöd, weil es gibt so viele Sachen. So, Aquarium. Bürogebäude, Wissenschaftszentrum. Ich würde sagen, wir machen so jede Folge ein bis zwei Gebäude, wenn wir sie finden. Und ansonsten schauen wir mal. Unterdrückungsbüro, schwimmende Gärten, auch geil. So, hier bestimmt. Ich habe gleich schon wieder vergessen, was für ein Gebäude ich brauche. Ah, hier, Colossal Order, internationales Büro. Ist schon sehr fett, muss ich sagen. Und ich glaube, wir könnten das irgendwo reinbauen, wo auch Arbeitsplätze sind. Würde die, glaube ich, boosten auf jeden Fall. Aber wenn man mal guckt, wie die Sachen hier verteilt sind, würde ich die, glaube ich, fast schon hier hinbauen. Und da fällt mir was ein. Das müssen wir bald mal ändern. Oh. Ich glaube, wir machen was komplett anderes heute. Denn ich habe hier hinten wieder ein bisschen an dem, also an das Teil hier habe ich ein bisschen gearbeitet. Und ein bisschen begradigt, das sieht man natürlich nachher nicht mehr, wenn halt alles drin ist und alle Häuser da stehen. Aber das hat natürlich wieder ganz viele Wellen geschlagen und dann dachte ich mir, warum habe ich das denn noch so weit unten? Weil bei jeder Art, bei jeder Änderung da hinten, kommt eine Welle und macht alles kaputt. So, und das ist halt ein bisschen doof. Und ich könnte jetzt hergehen. Ah, schade, geht leider noch nicht. Arsch, schade. Wenn ich das jetzt hier so hinbaue. Und von hier einmal da anschließt, könnte ich theoretisch dieses Kabel wegmachen, oder nicht? Ich habe jetzt quasi die Brücke benutzt, um Strom zu transportieren. Es war da hinten rum. Ist voll der lange Weg jetzt, um die Hauptstadt zu versorgen, aber ich glaube, das ist ganz gut. So, genau. Eventuell können wir das Colossal-Gedöns hier auch reinbauen, weil hier sind relativ viele Bürogebäude, eigentlich nur. Und da würde ich das ganz gerne drin haben wollen. Wir werden jetzt einmal alle löschen. So. Weil das Harmon-Collier, dieses Monument, bildet, glaube ich, Leute in Rekordtempo aus und entlastet so ein bisschen die Schulen. Und vielleicht ist es eigentlich ganz geil. So, wir gucken mal eben, was hier von überbleibt. Ich meine, an sich fand ich die Straßen vor mir vorne echt schön. Ey, geil, wie die Straßen einfach dunkler sind. Mir fallen so viele Sachen auf, die einfach cool sind, aber die mir vorher nicht aufgefallen sind. So. Ja, ich glaube, wir machen vielleicht den Bereich hier auch noch weg. Da sind, glaube ich, Wohngebiete drin gewesen. Und Gewerbegebiete an der großen Straße. Müssen wir uns gleich mal merken. So. Boah, wie viele Sachen ich hier vergessen habe einfach beim Streichen. Und da kommt das weg. Lol. Habt ihr das gesehen, wie die Straße an sich ziemlich viel Weg und Land hochgezogen hat? Oh, da sind ja zwei U-Bahn-Haltestellen. Die dürfen auf... Alter, es tut mir so leid, Leute. Schnell in die U-Bahn, lauft! Oh, ich fände es noch offen, nein, doch nicht. Alles gut. Ja, wenn manche so rumschreit, da muss man echt aufpassen. Die armen Leute, was ist das für ein Gebäude? Ah, ein Verbrenner, alles klar.
Jetzt sind alle traurig. Jetzt sind die noch traurig. Warte mal, die U-Bahn muss aber bleiben, wie gesagt. Da müssen wir nachher nochmal dran. Ich sehe gerade, das ist alles auf einer Höhe. Also können wir da Entwarnung geben, auf jeden Fall. Das ist schon mal alles gut. Wir machen jetzt hier nochmal markieren. Die Trees. Kennt ihr, erst die Bäume weg, nachher wieder hin. Meine ich immer. Sorry dafür. Ich tue immer so, kennt ihr doch, ne? Wisst ihr Bescheid, Alter. Und dann mache ich irgendwas anderes. 25.000 plus, cool, wir müssen es so lassen. Aber warte, was ist da denn noch? Ein Busch. Tschüss. So, gerade machen. Und zwar hier mit einem etwas größeren Pinsel. Ist das nicht der größte Pinsel? Das war zu hoch, das ist die Höhe. Hier ist die Pinselgröße. Alles klar. Zack. Übrigens bin ich jetzt am Freitag und Samstag auf der ROG Convention. Da wird quasi von, also wer ROG kennt, habe ich ja Monitor, Grafikkarte und noch so ein paar andere Sachen von, Maus, Tastatur und Gedöns. Müsste ich es eigentlich wieder als Werbevideo markieren, weil ich davon erzähle. Habe ich ja einige Sachen und da findet am Wochenende so eine kleine Veranstaltung statt in Duisburg. Die Karten dazu kann man auch quasi online kaufen. Sucht einfach mal ROG Convention und lunzt da einfach mal rein. Wollte ich nur mal erwähnen, weil ich da bin. Warte mal, wir machen jetzt hier nochmal eine Abstufung rein. Eventuell kann man das Ganze ein bisschen bearbeiten, dass man die Straße ein bisschen besser da hochkriegt. Ja, vielleicht auch nicht. Also die U-Bahn hier drunter ist jetzt schon leider hart in Mitleidenschaft gezogen worden. So, und worauf ich hinaus wollte ist, dass ich Wochenende da bin und eigentlich ein DB-Tech-Video machen wollte und das sich leider wieder vertagt. Also man nimmt sich so ein bisschen zu viel manchmal vor, wenn ich ehrlich bin. Tut mir auch leid, aber da kann man zwischendurch mal, ne? Da kommt man nicht hinterher. Aber ist trotzdem immer noch cool. Also mir macht es auf jeden Fall immer noch mega Spaß. YouTube und den ganzen Kram, den ich halt mache. Also finde ich super toll. Und auch, dass ihr da alle dran bleibt und mich in der Hinsicht unterstützt. Da nochmal ein großes Dankeschön an der Stelle. So. Genug geschleimt. Jetzt den Like-Button drücken. Spaß. Aber manchmal wirkt es das genau, auch wenn man Spaß sagt, dass die Leute es da machen. Manipulation aktiv. Das ist richtig behindert. So, jetzt kommen wir mal wieder hier hinzu. So, wir haben jetzt hier die drei Ebenen gebaut. Was natürlich jetzt nicht sonderlich gut aussieht, aber wir gehen jetzt nochmal hier rein in den Bügelautomaten und machen mal die Pinselstärke ein bisschen runter. Dann ziehen wir auch nicht alles so mega glatt auf einmal. So. So, da läuft alles. Dann gehen wir hier nochmal vorne her und machen hier nochmal ein bisschen gerader. Und gehen hier auch nochmal ein bisschen entlang. Ich hatte schon mal drüber nachgedacht, ob man da nicht eine Kaimauer setzt. Die ist ja schon relativ gut. Und, also ist ja schon relativ hoch und gleichmäßig. Und ich glaube, hier wird es auch Sinn machen an der Stelle. Also müssen wir jetzt gleich, glaube ich, mal lunzen. Und hier müsste ich eigentlich auch mal, ah, warte mal, Pinselstärke mal wieder höher machen. Pinselgröße auch ein bisschen mehr. Und hier auch nochmal durch den Fluss gehen. Und jetzt entstehen halt immer diese riesen Wellen. Wenn man irgendwas am Flussbett ändert, dann geht es halt mega ab auf einmal. Und in irgendeine Richtung schlägt dann das Wasser ganz krass aus. Und klar kann man jetzt sagen, oh, der Fluss ist aber ein bisschen perfekt geworden. Aber an sich sieht man den auch nachher nicht mehr. Also ist alles im grünen Bereich, wo wir hier sind. Und ich glaube, ich werde es jetzt echt machen. Ich werde jetzt hier eine Keimmauer setzen. Und dann haben wir da schon mal eine ordentliche Begradigung. So, Keimmauer. Boah, ich bin heute sehr effektiv. Vielleicht liegt das daran, dass ich mich mal wieder bewegt habe seit langem. Total doof. Das klingt jetzt blöd, aber dann werden gewisse Regionen wieder besser durchblutet. Also der Kopf, auf den wollte ich hinaus. Nicht das, woran manche vielleicht gedacht haben. So, warte, wie mache ich das am besten jetzt? Warte. Oh, perfekte Rundung. Boah, ich, guck mal. Manche sagen, ich mache manchmal zu viel weg, aber hier klappt ja jetzt alles. So, hier geht es ein bisschen schräg hoch und ins Land rein. Ich glaube, das ist ganz cool, dass das hier quasi anfängt und auch irgendwo endet da vorne. Wir machen das dann bis zu der Straße und dann haben wir es auch schon. Und Kanäle hat jemand auch letztens geschrieben oder mehrere schon. Dass ich die noch nie wirklich benutzt habe, gebe ich ehrlich zu. Und ich muss auch sagen, also ich muss auch zugeben,
dass ich gar nicht hundertprozentig weiß, wo ich diese Kanäle verwenden soll. Also, was soll ich damit nur machen? Oder wie baut man damit? Nicht, wo ich die verwenden soll, sondern wie ich die verwenden soll. Und da muss ich, glaube ich, nochmal nachhaken, mir ein paar Videos angucken. Gibt ja auch echt krasse City Skylines-Videos, da sind meine ja Pipifax gegen. Aber ihr dürft nicht vergessen, das ist ja mein... Ein bisschen gefunkelt, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen gemogelt. Mein erstes City Skyline-LP. Auf dem Kanal hier. Ja, ich habe schon ein paar mehr gemacht. Aber wenn man mal bedenkt oder die Lernkurve sich anguckt, wie... Wie soll ich sagen? Wie schlecht... Ja, schlecht will ich nicht unbedingt sagen. Aber wie bescheiden ich vorher war eigentlich. Ja, kommt schon das ein oder andere zusammen. So. Achtung. Thumbnail aktivieren. Manche haben gesagt, im Video und Thumbnail machen es nicht besonders professionell, wenn man so möchte. Allerdings habe ich gar keine andere Möglichkeit, als so ein Thumbnail in einer Folge zu machen. Weil, jetzt kommt es nämlich, wenn ich das jetzt nicht in dieser Folge mache, dann kann ich es gar nicht mehr machen. Oder auch nur, wenn es fertig ist. Weil, ihr seht ja dann auch, es ist dann fertig gebaut. Und dann ist halt die Frage... Wie soll ich das denn machen? Also ohne, dass ich dann, ne, in der Folge das mache oder whatever. So. Ich glaube, warte mal, dadurch wäre Quatsch. Genau, jetzt muss hier noch ein Weg durch, weil da laufen sehr, sehr viele immer hin und her und nebeneinander und von zurück. Und da machen wir am besten das wieder aus. Oder man macht hier auch ein bisschen Asphalt zwischen, dass das wieder so ein großer Platz ist oder so. Das sieht halt immer super cool aus. Mit dem sogenannten Surface Painter. Und ich bin immer noch leicht enttäuscht von manchen. Man redet schon so viel und sagt und tut. Und trotzdem kommen immer die tausend Fragen. Boah, was ist das denn für eine Mod? Ich meine, klar, ist manchmal verständlich. Aber zum Teil sag ich auch oft Sachen. Da bitte nicht verschließen von neuen Sachen. Öffnet eure Ohren. Ich habe gerade gesehen, das geht nicht mit dem Surface Painter, weil ich dann den normalen Weg wieder wegziehe. Das geht halt gut, wenn das in einer Straße quasi ummantelt ist. Wie bei dem... wie heißt es? Bei dem Fußballstadion. Und da habe ich auch, ich glaube, das habe ich schon gezeigt, man kann quasi einmal die Farbe ändern. Gucken, ob die gewonnen oder verloren haben. Dann sieht man auch, was man für Ticketeinnahmen hatte. Und wenn die gewinnen, geht quasi so eine Fröhlichkeitswelle dadurch. Die Fußballjugend habe ich noch nicht aktiviert, die kostet 9000. Da habe ich mir gedacht, das lasse ich nochmal kurz. Obwohl, gerade läuft es ja einigermaßen mit der Kohle. Mal wieder. Alter, ich baue eine Straße dahin und da ploppen 8000 Leute raus. Geil! So, sollte ich jetzt hier eine Kreuzung machen? Ich glaube ja. Da, wo die Kreuzungen sind, die großen, machen wir auch eine weitere hin. Dann müsste ich hier wahrscheinlich eine Rundung wieder einbauen. Und da hinten kann man eine Kreuzung hinmachen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele dann da düsen werden, aber das sehen wir dann. Ah, ist doch krasser. Ich glaube, muss ich teilen ein bisschen. Ich glaube, ich muss einmal so machen. Boah, guck nicht nach links. Guckt euch nicht diese U-Bahn-Haltestelle an. Ich bin der König der U-Bahn. Jetzt mach doch mal fertig, Peter. Hab ich. So, und dann nochmal hier dran. Und schon haben wir hier eine kleine Brücke am Start. Macht gar keinen Sinn. Ich mach die nochmal weg. Da ist ja eine Brücke, das ist ja kein Ding. Aber hier oben will ich nicht unbedingt eine Brücke haben. Obwohl hier die Brückengeländer gerade schon da sind. Mal gucken, ob wir da eine gegensetzen können. Bitte, bitte. Ah, so nicht. Aber so. Nice. So, schön am Boden angeschmiegt. Das machen wir hier hin. Und dann könnte dieses Hammond Collier auch hier hin irgendwo. Da kommt man rein, da kommt man rein. Und ich würde fast schon sagen, von hier sollte man noch reinkommen. Dort aber mit einer geschwungenen Straße ins System von diesem Ding hier rein. So. Okay, das haben wir fertig. Das Collier, oder wie das heißt. Ich glaube, ich vertue mich immer super krass mit dem Namen. Ah, ne, gar nicht. Erstmal müssen wir das Colossal Order bauen. Internationales Büro. Das würde ich echt schon hier an der Spitze machen. Also nicht an der Spitze, sondern hier.
Zum einen ist die U-Bahn-Haltestelle da, also wer das Ding besuchen möchte, kommt da relativ fix hin. Ja, die müssen, glaube ich, einmal über die Straße gehen. Ne? Das könnten die halt nur hier machen, da wäre da halt super viel los. Oder man baut es hier hin und lässt die Straße an der Stelle mal kurz beiseite. Also, dass man die Straße hier hin macht. Mal gucken, ob es passt. Ah, ist schon sehr groß. Und dann kann man da gleichzeitig die Straße mit dem anderen Ding bauen. Ah ja, cool. Ja klar, kann man ja auch hier hin machen. Die Straße! Ich weiß, ich gehe jetzt gerade wieder ein bisschen zu sehr ins Detail. Allerdings haben sich das auch sehr viele Leute gewünscht, dass man mal ein bisschen mehr zwischendurch so ein bisschen baut. Und ein bisschen genauer baut und, ne, was man so halt macht. Das ist übrigens Move It. Da fragen halt auch immer noch sehr, sehr viele nach, obwohl ich es halt schon mindestens dreimal erwähnt habe. So, kann ich die Bäume von dem Gebäude entfernen? Kann ich es bitte tun? Buildings, Build and Tree Replacement. Find a Tree. Bäume mit Blättern, Baumsetzling, Birkenbaum. Ne, ich glaube, das ist das nicht, ne? Ich habe hier schon... Ah, hier. Select a Building. Radiomast. Ja, ist, glaube ich, oben drauf, ne? Radiomast und so. Den kann ich entfernen? Nicht dein Ernst. Das ist aber echt komisch. Also ich kann sehr viel entfernen, aber die Bäume da unten, die kann ich leider nicht entfernen. Flowerpot, alles cool, aber die Bäumchen, die da jetzt gerade stören, die sind halt da. Schade. Okay, kann man nichts machen? Tschüss. Was ich noch machen wollte, war den Weg hier ein bisschen wieder zu verschieben, weil ich glaube... Ach nee, das war der Surface Painter an der Stelle. Natürlich. Peter hat's gecheckt. So, machen wir erstmal hier eine Straße hin, damit die da auch angeschlossen ist. Perfekt. Und dann passt der Weg auch wieder ein bisschen besser. Und wenn wir ehrlich sind, würde ich ganz gerne das ein bisschen verschieben. Weil das sieht ehrlich, also das sieht ein bisschen doof aus. So, kennt sich denn einer mit Move It aus? Verschiebe ich zu viel, wenn ich sowas mache? Funktioniert das? Also manchmal habe ich so ein bisschen Angst und Respekt vor manchen Dingen. Gerade hier in diesem Geilo-Spiel, Alter. So, das sieht doch mal cool aus, oder? Dieses bei der Siobhan-Straße. Siobhan Street. Und dann machen wir noch eine Straße rum. Alles cool. Ich glaube, müssen wir so machen. Also es rastet auf jeden Fall irgendwo ein, aber ich bin mir nicht sicher, wo. Alle aus. So, machen wir einmal hier hin. Ah, komm, das ist doch perfekt. Oh nein, Strom brauchen die noch und warum ist das nicht angeschlossen? Bitte sag mir nicht, die sind. Irgendwas scheint mit der Strecke nicht zu sein, aber ich glaube, ja genau, man muss denen halt einen kurzen Moment Zeit geben und dann funktioniert es auch wieder. So, damit wir das langsam Strom haben drüben, machen wir erstmal hier ein paar geile, korrekte Gebiete hin. So. Und dahinter waren ja, glaube ich, hauptsächlich nur Bürogebäude. Schön ist halt, dass halt mega wenig Verkehr. Warte, irgendwas stimmt hier oben noch nicht. Ist hier noch der Gehweg drin? Weil das hier immer noch so schräg ist. Bauen wir den da nochmal neu. Ich glaube, da war nämlich ein Fehler drin. Ja, genau. Es ging zu weit rüber. Deswegen, da war irgendwas nicht richtig. Ich glaube, genauso wie hier. Habe ich wahrscheinlich zu weit verschoben. So vom Punkt aus, wo der angefangen hat. Okay, Gehweg. Jetzt hast du mich. So, und jetzt ziehen wir den leicht darüber. Diese ganz leicht und schön ist, der hat echt nur zwei Punkte. So, und hier nochmal. So, warte mal, man kann da auch die Raster anzeigen lassen, ne? Perfekt, vier Stück auf jeder Seite.
Dann machen wir mal ein bisschen weiter. Aktivieren nochmal das Netz. Ja. Ach genau, warte mal. Ich wollte ja von der Straße nicht sofort eine Straße runter haben, sondern ein bisschen versetzt. Machen wir das so. So ist cool. Und weiterführende Straßen. Hier gibt es nicht nur weiterführende Schulen, ne? Hier gibt's auch. Das ist doch der richtige Doofmann. So. Und dann von. Ja, ich glaube von hier, oder? Man beachte den Wandabstand von der Keimauer, dass da quasi auch die ganzen Gebäude hinpassen, in der maximalen Größe noch. Maximale Größe aktiviert. Macht man ja manchmal, ne? Gerade bei Straßen. Straßen. Geh da gerade durch. So. Und? Ja, ist die Frage, ob es vorher wirklich schöner war oder einfach nur anders. Aber ich wollte die U-Bahn halt nicht anfassen. Fass ja nicht die U-Bahn an, mein Freund. So, das mache ich jetzt aber auch nur so krass hier, weil ich weiß, dass da nicht viel Verkehr ist in der Mitte. Das ist halt nicht viel Verkehr. So, ich mache jetzt erstmal das hier hin und werde nachher die nochmal einen Park oder sowas setzen. Aber erst, wenn das hier durch ist. Genau, hier machen wir den. Und auf der anderen Seite waren, glaube ich, Wohngebiete, aber nicht die ganz starken, sondern die etwas schwächeren. So. Kurz Pause, wieder weg. Die hin. Den wieder hin und der Rest ist, glaube ich, Bürogebiet. So, das sieht doch mal geil aus. Also besser als vorher, zumindest ist jetzt auch die Stadt hier geschützt und wenn Überschwemmungen da sind, dann wird es hier nicht mehr passieren. So, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn es wieder ein cooles Gebäude gibt aus dem einzigartigen Gebäudeportfolio. Also haut rein und bis zum nächsten Part. Tschüss!